So, willkommen Freunde, wir zocken heute Kaku Ancient Seal, die Alpha-Version. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, also ich habe da noch nicht viel von gehört. Wir probieren es mal einfach. Bisschen angezockt habe ich schon und jetzt gucken wir es uns mal richtig an. Muss natürlich gleich nochmal gucken, wie die Steuerung war. Ist ja wieder bei jedem Game anders. Aber ich glaube, es war nicht so schwer. Ja, neuer Tag, neue Demo. So. Use L to control movements. Okay, also hier kann man sie bewegen. Hier können wir springen. Mal Pfeil und Bogen schießen. Das ist schon mal nice. Was es hier in dem Spiel geht, weiß ich gar nicht so genau. Ich kenne auch keinen Vorgänger oder so. Ich weiß nicht, ob das ein ganz neues Game ist oder... Kann ich gar nicht sagen. Naja, wir schauen uns das mal an. Will doch einer mit mir reden? Okay, wir müssen anscheinend einen Riesen finden, der in irgendeinem Tempel ist. Why are the Peng Peng hier? Das ist ja keine. Die nennen die Peng Peng. Das ist auch nett. So. Okay, Auto-Aiming, das ist schon mal gut. Ah, X ist Angriff mit Messer. So, einen haben wir schon mal platt gemacht. Den auch angreifen mit dem Messer. Ah, das ging ja relativ gut. Schießt ja auch mit Pfeil und Bogen. Aber gibt auch noch die Mütze. Was hat der umkommt? Ein Tanzzapfen oder? Unglaublich. Ah, die hinterlassen teilweise sogar was. Ja, das Schießen geht ganz geil, muss ich sagen. Also ganz einfach. Mit den Pistolengriffen am Joypad. Kein Thema. So, Bow Attack, LT. Okay, jo. Okay, wir haben natürlich hier noch ein paar. Ich glaube, es gibt so ein paar, da lohnt es sich doch mal zuzuschlagen. Und gerade was fliegt, kann natürlich auch ausweichen. Ah, wir haben ja auch so ein Ultimate. Special Waffe sozusagen. Also ich greife die jetzt mal an. Man könnte wahrscheinlich auch wieder wie bei jedem Spiel weglaufen. Aber ich denke mal, ist das Spiel ja gleich vorbei, wenn ich gleich zum Ziel laufe. Ich weiß aber auch nicht, wie lange die Demo geht, kann ich euch gar nicht sagen. Ah, hier kann man Gold sammeln. Prima. Okay. Also, da sind schon... Sind das eine Art Hirschkäfer oder so? Aber ich sag mal, alles, was am Boden bleibt und krabbelt, das kann man ja auch ganz gut treffen. Ich kann übrigens sehr schnell schießen, das finde ich auch sehr geil. Ich glaube, wir schlagen mal wieder uns. Natürlich Pfeil und Bogen wieder weg. Jawohl. Auch geil, dass sie sich gleich mal auf den Rücken legen. Das haben wir auch erledigt. Also es ist so, dass die nicht alles droppen. Nur ab und zu so ein paar Dinge, die wir einsammeln können. Der ist ein bisschen größerer. Kriegen wir den so überhaupt? Ne. Auf Pfeil und Bogen hat er gar nicht reagiert. Legt sich aber gleich bei zwei Schwertschlägen auf den Boden. Ja, krass. Auf
jeden Fall haben die ein Ausrufezeichen am Kopf. Können sie mich sehen? Ja, komm her. Wollte da kurz lange Lust beraten. Ja. Ist aber ganz niedlich gemacht, so, ne? Von der Umgebung her. Niedlich gezeichnet. Sogar noch die Alpha-Version als Demo. War nicht schlecht. Mal was anderes irgendwie. Also ich habe schon lange keinen Jump'n'Run mehr gespielt. Und so eine Mischung aus Jump'n'Run und Rollenspiel. Kriegt natürlich auch kein Ausrufezeichen auf den Kopf. So, hat sich lang gemacht. Energie geht auch noch. Muss auch später mal gucken, wie wir uns heilen können. Noch ist das ja alles im Rahmen. Die Bauten sehen auch ganz geil aus, ne? Hier so, erinnert mich so ein bisschen an so Maya-Tempel. Vielleicht soll das sogar so eine Anspielung sein. So. Okay, der soll mir irgendwie helfen. Ich sag mal einfach ja. Oh shit, jetzt habe ich was weggedrückt. So. Hier können wir uns, glaube ich, heilen, ne? Jo. Alles klar. Pilze können wir, glaube ich, auch einsammeln. Ja, genau. Schön Fliegenpilze. Wächst auch noch einer. Ja, ist zu weit weg. Ja, ist vielleicht auch nicht clever, den gleich in die Schere zu laufen. Aber die sind hier wirklich stark. Das muss ich sagen, das finde ich gut an dem Demo hier. Du stirbst nicht gleich. Das hat echt Vorteile, weil dann kannst du das Spiel mal ein bisschen kennenlernen. Im Original kann man es ja wieder ein bisschen schwieriger machen. Ist ja kein Thema. Komm her hier. Kleiner Pilz. Sehr gut. Ah, ich sehe, da geht eine Brücke hoch. So, und wo sind die Tempel? Meistens an, auf irgendeiner Anhöhe. Ah, sorry. Das heißt, gucken wir mal, ob wir von da darüber kommen. Ja, ich war so irritiert von dem Mädel hier, dass ich dir helfen soll, dass ich da einfach dann vorbeigelaufen bin, weil hier muss ja irgendwie ein Aufweg sein. Nach oben kommen. Ja, und zwar hier. Wie konnte ich das übersehen, ey? Unglaublich. Auch nicht gerade freundlich aus. Oder? Ne, scheint doch uns wohlgesonnen. Ah, hier kann man, alles klar, hier kann man eine Waffe upgraden, das muss ich auch noch nicht. So. Level 5 haben wir die jetzt upgradet. Kann ich hier noch was upgraden? Aber nicht, weil mir wahrscheinlich zu viel Materialien fehlen. Okay. Laufen wir hier mal rüber. Ah, da sind wieder, ich sag ja mal Hirschkäfer, aber naja. Hier haben wir auf jeden Fall, könnten sie auch Rüsselkäfer sein. Was so ein bisschen fehlt, liegt da wahrscheinlich an der Alpha-Version. Eine richtige Sprachausgabe. Das ist schon ganz nice. Okay, die sind ja eher zu niedlich, dass ich die umbringen soll, oder?
Okay, aber wenn sie einen beißen, sind die wahrscheinlich auch nicht mehr niedlich. Ja. Okay. Die Frage. Wo ist dieser Tempel? Ah, da sind ja noch mehr von. Ui, übertreib nicht. Einer. Alter, gibt's hier ein Nest oder wie? Ja, ich würde mich ja lieber mit denen anfreunden, aber das ist wohl nicht möglich. Okay, der hat so ein bisschen was gedroppt. So. Okay, ich denke mal, ich muss jetzt hier auch nicht alle platt machen. Noch einer, das gibt's ja gar nicht. Okay, aber er hat auch wieder was fallen lassen. Sacken wir mal ein. So, jetzt natürlich die Frage, wo ist dieser Tempel? Wir sind jetzt Brücke rübergegangen. So, und die zeigt aber... Wenn ich die Richtung der Brücke nehme, würde ich sagen, in die Richtung. Ja. Also wir werden jetzt nicht alles, was hier rumläuft, irgendwie einfach sinnlos angreifen. Finde ich auch ein bisschen unnötig. Gerade in der Demo-Version macht das keinen Sinn. So, warte mal, das war der falsche. Ja, genau. Ich komme jetzt mal ein bisschen heilen. Im Originalspiel kann man ja, sag ich mal, alles umbieten, was man möchte, um Punkte zu sammeln, aber... Ich denke mal, in der Demo-Version sollte man erstmal nur so ein bisschen gucken. Die Pflanze hat mich schon ein bisschen angesprochen. Mal wahrscheinlich... Ah, 20 Pfeile, sehr gut. 20 Pfeile. Ich habe schon gedacht, dass mit Hartholz kann man hier bestimmt einiges machen. Ah, der... gezeigt, wo die Höhle ist, wo wir hin müssen. Ist klar. Das ist ja keine Höhle, ist ja ein Tempel, genau. Sorry. Ja. Ich bin noch nicht so ganz da nach der Arbeit. Hey. Steinmännchen sehen ja auch nicht gerade friedlich aus. Die haben aber ganz gut gemeistert. Also wie gesagt, Schwierigkeitsgrad im Game ist gar nicht so verkehrt. Ist natürlich auch gar nicht verkehrt, ne? Mal ganz ehrlich, also so, wenn man Bock hatte, irgendwie ein kleines Jump'n'Run, niedlich gezeichnet, warum nicht? Alles klar. Da vorne, ich denke mal, den müssen wir erwecken und dann gibt's auf die Mütze. Aber auch da weiß ich wieder nicht, wie groß die Demo ist. Ob es dann hier wieder vorbei ist oder... Lass uns mal überraschen. Okay. Oh! Das finde ich auch krass, ne? Wir haben ihn erweckt. Und er behandelt uns hier wieder wie so ein Wolfchen Elend. Ich glaube, der verträgt einen ordentlichen Bums. Scheiße, der ist ausgewichen. Das Gute ist, der ist so ein bisschen behäbig. Okay, ich muss aufpassen, dass ich da nicht reinlaufe. Alpha-Version ist das Ganze so ein bisschen klobig hier. Könnte noch ein bisschen flotter sein.
nicht haben, dann geht wahrscheinlich wieder weiter. Ist aber fair gelöst erstmal. Das ist natürlich die Frage, ich droppe jetzt auf den hier hoch. Hätten wir auch auf ihn weiter schlagen können. Ach, der hat sich geheilt. Scheiße. Wir müssen aufpassen. Ah, das ist das Gute, das ist echt alles hier. Ist doch geil, ob es ein Mädel oder ein Junge ist. Das ist doch erstmal egal. Das ist auf jeden Fall mehr draufschlagen. Special Move ist natürlich nicht schlecht hier. Aber mal weg hier. Ah, wir konnten nur eine Pflanze schnuppern und dann war es das schon wieder. Dann waren wir schon wieder geheilt. Das ist natürlich sehr geil. So. Okay, ja, das ist schon sehr klötzig, die Steuerung hier, gerade weil der Typ selber auch so ein bisschen komisch drauf ist, so steif. Aber man. Warum hat er die Pflanze jetzt nicht genommen? Oder sie oder wer auch immer. Keine Heilung mehr? Doch, ah, alles klar. Oh, jetzt müssen wir den Typen mal platt machen. Ich glaube, ich kann ein Problem sein. Vielleicht können wir nochmal einen Special Move finden oder so. Ja, ist ein bisschen klötzig so. Von der Bewegung her. Okay, jetzt laufen wir nochmal. Alter, er trifft sogar, wenn er an uns vorbei wirft. Dann hält er mehr Erdbeerfeld hier. So, pass auf, Freund, jetzt Schluss mit lustig. So. Der hat noch eine zweite Energie, oder wie? Gibt's doch gar nicht. Alter Falter, ey, das ist aber heftig. Flog aus dem Töpferkurs, weil er sich im Tod vergriffen hat. Ey. Wir müssen uns nochmal heilen. Ging das auch nicht. Ich hoffe jetzt, das ist das letzte Mal, dass der Typ hier platt gemacht wird. Also an der Steuerung muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Aber sonst macht schon Spaß. Ja, komm. So weit gekommen hier. Schnell zur Pflanze laufen, in der Hoffnung, dass es klappt. Anscheinend nicht, wenn sie im Kampfmodus ist hier. Sie, er, ich weiß gar nicht. Ah, komm. Ah, shit. Hätten wir packen können. Ja, continue schon wieder. Also, war rausgeflogen.
Okay, aber ich muss sagen, vom Checkpoint her, von der Lage her, ist das gar nicht so verkehrt. Ich mag ja diese Optik mit diesen quadratischen Steinen. Das hat echt was. So, komm. Die ganze Zeit dranbleiben, müssen natürlich ein bisschen ab und zu ein bisschen wegrollen. So, aber das geht der Fixer. Im Grunde genommen ist ja gar nicht so schwer, ist halt nur sehr, sehr klobig. Ein bisschen nervig. Man fällt auch wirklich immer wieder um, ey. Das gibt mir ein bisschen auf den Sack. Ich sag, du kannst auch ein Ding gar nicht richtig rumlaufen. Wenn ich jetzt von weitem hier irgendwie mit Pfeil und Bogen oder so. Ne, ich glaube, da stehen die nicht so drauf. Ach, der lädt sich hinten auf. Alles klar. Ah, ich konzentriere mich die ganze Zeit auf die Assis hier. Jetzt hier von vorne los sozusagen. Frage, wenn wir ihn schaffen. So. Pilz futtern. Alles klar. Der Kleine hier alles futtert. Wir müssen ein bisschen weiter weg von der Wand, das macht mehr Sinn. Wir müssen mehr in die Fläche kriegen, den Typen. Sonst drängt er uns in die Ecke. Jetzt wird es ja kritisch. Sehr gut. Jetzt müsste nochmal eine Kombo kommen. Genau, genau so. Ja.
Felsen, ganz wichtig. Sonst haben wir nämlich ein Riesenproblem. Das kann auch nicht immer vermeiden. Ich hoffe nicht, dass er noch eine dritte Energie hat. Ja, Eier frisst er auch, alles klar. Da bin ich froh, wenn wir den platt haben, ey. Das ist echt anstrengend. Okay, da steht ja auch mal zwei. Vielleicht ist das echt so, dass der vier Leben hat oder so. Also viermal Energie. Hey, jetzt. Ah, jetzt alles klar. Jetzt haben wir ihn richtig am Arsch. Das war seine letzte Energie, die er jetzt hat. Ah, scheiße, jetzt hat er mich festgeklemmt. Müsste mehr hinter ihm kommen, ne? Ja, komm, 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 komm. Okay, wenn die Pflanze zu ist, dann geht das. Darf nicht auf sein. Ah, komm, den packen wir. Alter, das ist fein, ey. Das ist der David gegen Goliath. Ja, komm, 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 komm. Oh, Alter, wir haben ihn. Oh, war das hart, ey. Ach, das war die Demo schon? Oder geht's so weiter? Press any key. Bin ich ja mal gespannt. Wenn es das natürlich schon war, dann war es trotzdem nice. Also hat Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so mega lang. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das könnte man sich mal gönnen und zwischendurch zocken. Drück nochmal um den Knopf. Jetzt noch ein zweiter Level oder irgendwas kommt? Nee, geht wieder von vorne los. Demo ist zu Ende. Tja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ladet euch die Demo mal runter und bildet euer eigenes Bild. Macht euch ein eigenes Bild von der Demo. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dahin.